Was erwartet Sie im Rahmen meines Vortrags? Ich möchte Ihnen zeigen, was die aktuellen Antworten auf vier wesentliche Fragen rund um das Thema Lernstörung sind. Moment. Und zwar die erste Frage: Was versteht man eigentlich unter Lernstörungen? Die zweite Frage: Was sind, und da ahnen Sie schon, warum das eines der Hauptthemen in der Anfangsphase des ICEA-Zentrums auch war, diese Thematik. Was sind die individuellen Risiken für das Entstehen von Lernstörungen? Und dann natürlich die Frage, die jeden, der sich in der Praxis mit Lernstörungen entweder herumschlagen muss oder davon betroffen ist, massiv interessieren: Lassen die sich eigentlich vermeiden? Muss es eigentlich zu Lernstörungen bei bestimmten Kindern kommen? Und wenn sie dann doch aufgetreten sind und sich nicht haben vermeiden lassen, kann man sie überwinden? Das sind die vier Fragen, die ich stellen will. Und ich will dann schließen mit einer Zusammenfassung, wo ich eine Antwort auf meine Unterfrage, ist das ein unvermeidbares Schicksal, geben möchte, und einen Ausblick auf das, was wir möglicherweise von der nahen Zukunft im Umgang mit Lernstörungen, vor allen Dingen auch in schulischen Kontexten, aber nicht nur in schulischen Kontexten, erwarten dürfen. Aber fangen wir an mit der ersten Frage: Was versteht man unter Lernstörungen? Als ich in den 1970er und Anfang der 1980er Jahre studierte, war verbreitet der Begriff der Schulleistungsstörungen für Kinder, die trotz intakter Intelligenz in der Schule auffällig waren, weil sie beim Lesen, also bei der Schriftsprache, Lesen oder Schreiben oder in der Mathematik massive Probleme zeigten. Und zwar massive Probleme, obwohl sie ganz regulär an einem angebotenen Schulunterricht teilgenommen hatten. Dieser Begriff wurde 1994 eigentlich durch das Klassifikationssystem psychischer Störungen der amerikanischen Psychiater durch den Begriff Lernstörung ersetzt und hat sich seither international als Begriff durchgesetzt, wenn man jedenfalls in die medizinischen und psychologischen Anwendungsbereiche schaut. Weniger durchgesetzt hat sich der Begriff im Schulbereich. Das ist nicht nur in Hessen so, sondern eigentlich KMK-weit, dass man statt von Lernstörungen, den Begriff benutzt man nicht so gerne, für den Begriff der besonderen Lernschwierigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen verwendet. Wichtig ist aber für betroffene Familien, dass die Definition der Weltgesundheitsorganisation, also WHO, die in diesem Falle den Begriff der umschriebenen Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten benutzt und das etwa in dem derzeit in Deutschland rechtlich noch gültigen ICD-10 so beschreibt. Übrigens, das ändert sich auch nicht in dem vermutlich nächstes Jahr dann gültig werdenden ICD-11. Warum ist das wichtig für betroffene Familien? Weil unser Sozialgesetzbuch vorsieht, dass Kinder, bei denen solche umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten auftreten, möglicherweise dadurch gefährdet sind, die gesellschaftliche Teilhabe in Deutschland altersangemessen haben zu können. Und dadurch hat das Sozialgesetzbuch geregelt, dass betroffene Kinder, wenn entsprechende Begutachtungen vorliegen, übrigens keine, die Schulen durchführen, sondern die eigentlich vom Gesetzgeber her den Kinder- und Jugendpsychiatern vorbehalten ist oder auch speziellen Diagnostikeinrichtungen, die nicht unbedingt von Medizinern verantwortet werden. Und wenn eine solche Diagnostik vorliegt, einer umschriebenen Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten, dann ist der Anspruch der Familie begründet,
von den Jugendämtern der Kommunen finanzielle Unterstützung bei eventuell erforderlichen individuellen Lerntherapien zu bekommen. Insofern sind diese Kategorien der Weltgesundheitsorganisation für eigentlich eine schulische Herausforderung nicht unrelevant für die Betroffenen. Wie wird das dann definiert von der Weltgesundheitsorganisation? Sie definiert solche umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten oder, wie ich es auch heute verwende, kurz Lernstörungen, durch erwartungswidrige Minderleistungen im Bereich des Lesens, schriftlichen Ausdrucks und Rechnens. In Ermangelung der genauen Kenntnis, wie es dazu kommt, wird also nicht gesagt, was hat das Kind davon abgehalten, erwartungskonform ein Niveau von Lesen, schriftlichen Ausdruck wie Rechtschreiben und Rechnen zu erlangen, sondern es guckt vom Ergebnis her. Was kommt raus bei normaler Beschulung und bei, und jetzt kommen die Kriterien, wann werden solche Minderleistungen als erwartungswidrig eingestuft? Das sind nach der Weltgesundheitsorganisation 3 Kriterien. Das erste ist erstmal die Leistungsdiskrepanz. Das heißt, es muss eine Minderleistung vorliegen und diese Minderleistung wird bestimmt durch den Vergleich der erbrachten Leistung mit der Leistung, die in der Regel von Kindern der gleichen Klassenstufe zu diesem Zeitpunkt erreicht werden. Und dieses in der Regel wird in den meisten westlichen Industrienationen über objektive, zuverlässige und validierte Schulleistungstests erhoben. Es geht also nicht darum, ob jemand eine Schulnote mangelhaft bekommen hat in diesem Fach, sondern es geht darum, wie seine objektiviert erfasste Leistung im Lesen, Schreiben oder Rechnen ausfällt. Das ist nicht unwichtig, denn wenn wir nach den Schulnoten in den Grundschulen in Deutschland gingen, dann hätten wir sehr viel niedrigere Quoten, weil Schulnoten nicht eine reine Leistungsfeststellung ist, sondern auch Schulnoten motiviert sind durch eine ganze Reihe von pädagogischen Überlegungen, gerade im Grundschulalter. Das zweite Kriterium ist, dass die Intelligenz intakt sein muss. Die Weltgesundheitsorganisation setzt da das Kriterium, der IQ muss über 70 sein. Auch hier lohnt es sich, auf eine deutsche Besonderheit hinzuweisen, dadurch, dass wir eine lange Tradition haben von Sonderschulen, gibt es bei uns auch die Kategorie derjenigen, die im IQ unter 85, aber oberhalb von 70 liegen. Das sind Kinder mit einem sonderpädagogischen Lernförderbedarf. Die werden in der Regel ausgeschlossen, das heißt Familien mit Kindern mit dem IQ unter 85 haben es erheblich schwerer, ein entsprechendes Gutachten zur Feststellung dieser umschriebenen Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten zu erhalten. Und schließlich ist das dritte Kriterium, und das ist der große Streitfall seit einigen Jahren, wissenschaftlich auch nicht wirklich haltbar nach heutigen Erkenntnissen, aber immer noch festgelegt und wohl auch im ICD-11, das ab nächsten Jahr gültig sein wird, ist es wieder so festgelegt, wenn auch ein bisschen aufgeweicht, dass es eine erhebliche Diskrepanz zwischen der schulischen Minderleistung und dem generell intakten IQ gibt. Das heißt also, Kinder, die einen intakten IQ haben, beispielsweise von 90, und eine Minderleistung haben, die erwartungswidrig schlecht ist, das heißt, die mit einem T-Wert unter 40, das ist die Kategorisierung, die man in den meisten Bundesländern in Deutschland verwendet, eingestuft wird, hat möglicherweise eben nicht die notwendige Diskrepanz, um die Diagnose zu erhalten. Die Amerikaner verzichten bereits seit über einem Jahrzehnt auf diesen Punkt und im deutschen Schulwesen spielt das auch keine Rolle. Ich habe ihn trotzdem der Vollständigkeit halber erwähnt, weil es für die betroffenen Familien auch bis heute und auch in Zukunft von erheblicher Relevanz ist.
Wir haben nun im IDEA-Zentrum in der ersten Phase unseres IDEA-Zentrums eine große Prävalenzstudie gemacht. Eine Prävalenzstudie, in der wir in Kooperation mit einer Arbeitsgruppe in Oldenburg und einer Arbeitsgruppe in Hildesheim in drei Bundesländern, Niedersachsen, Bremen und Hessen, eine große repräsentative Stichprobe von Zweitklässlern untersucht haben, also am Ende zweiter, Anfang dritter Klasse, und haben dort geguckt, wie viel Prozent dieser Kinder erfüllen einfach diese Kriterien der Lernstörung. Und da sehen Sie, dass wenn wir auf das Intelligenzkriterium verzichten, wie es die Amerikaner schon länger tun, dann wäre die Quote bei 23,3%. Das heißt, fast jedes vierte Grundschulkind erfüllt Mitte der Grundschule die Kriterien einer Lernstörung, wie es das DSM 5 vorschlagen würde. Nehmen wir die strengere, in Deutschland für die Sozialgesetzgebung gültige Weltgesundheitsorganisationsdefinition, also wo auch noch die erhebliche Diskrepanz zur Intelligenz notwendig ist, sind es immerhin noch 13,3%. Also etwa fast jedes achte Kind in der Grundschule hat mit diesen Problemen zu tun. Wenn wir uns das aufteilen auf die verschiedenen Bereiche, die es dort gibt, dann sehen wir, dass wir, und diese Quoten klingen auf den ersten Blick eher niedrig, weil wir feststellen, Lesen und Schreiben, beides im Störungsbereich, ist bei knapp 4%. Wenn wir die liberalere, in der Schule auch eher zugrunde gelegte Kategorisierung in Analogie zu den amerikanischen Vorgaben nehmen. Aber wir haben, und deswegen habe ich das auch nochmal rot eingekreist, deutliche Hinweise, dass es auch isolierte Lesestörungen gibt. Ein Hinweis, den es bisher im ICD-10 nicht gibt, ist per Definition nicht möglich. Und das ist eine der Neuerungen, die unter anderem aufgrund von den Daten, die wir hier vorgelegt haben, aber natürlich auch von vielen anderen Leuten, wird das ICD-11 auch die isolierte Lesestörung kennen. Die isolierte Rechtschreibstörung ist schon lange im deutschen Sprachraum bekannt und anerkannt. Die isolierte Rechenstörung wird unter uns gesagt leider noch nicht in 16 Bundesländern anerkannt, aber vom Sozialgesetzbuch natürlich in allen Bundesländern. Und die kombinierte Störung, dass sowohl im Bereich der Schriftsprache wenigstens eine Auffälligkeit dabei ist oder im Rechnen, führt dazu, dass wir da auch wiederum etwa 4% der Kinder in der Mitte der Grundschule haben. Vielfach wird gefragt, gibt es da eine Geschlechtswendigkeit? Und da sehen Sie, ja, die gibt es. Die gibt es, und zwar so, dass in der Schriftsprache wir eher Lernstörungen haben, die vorrangig bei Jungen, aber natürlich längst nicht ausschließlich bei Jungen vorkommen. Das sehen Sie in dieser Grafik, dass die hellen Teile der Balken für die eben gezeigt Problembereiche, und zwar habe ich hier jetzt allerdings nur die strengen Formen der Weltgesundheitsorganisation zugrunde gelegt. Es gilt aber auch, wenn ich es übertragen würde, auf die Lernschwächen, wie wir das genannt haben. Dann sehen Sie bei der Schriftsprache Lesen, Schreiben, Lesen und Schreiben jeweils dominant Jungen in der Säule, bei den Rechenstörungen dominant Mädchen, und bei den kombinierten Störungen haben wir keine Geschlechterwendigkeit. Da gibt es gleich viele Jungen von der Wahrscheinlichkeit her wie Mädchen, die darunter leiden. Soweit zu den Phänomenen. Wir haben es also mit einem Phänomenbereich zu tun, der etwa doppelt so hoch ist, wie noch in den Lehrbüchern der 1990er Jahre zu finden war, der also etwa jedes achte Grundschulkind betrifft. Und da stellt sich die Frage, was sind die individuellen Risiken dafür, dass es zu Lernstörungen kommt? Und das Erste, was auf der Hand liegt, und worüber man lange, lange Zeit viel geforscht hat,
ist die Frage nach biogenetischen Risiken. Ist das etwas, was durch die biogenetische Vererbung erklärbar ist? Und dazu gibt es viele Studien, die ich überhaupt jetzt nicht aufführen möchte, die versucht hat, Genlokalisation vorzunehmen, also das heißt Abweichungen von üblichen Genausstattungen, die vielfach assoziiert sind mit Lernstörungen. Das hat man vor allen Dingen im Bereich der Lesestörung gemacht. Ich verschone Sie damit, weil das zwar nicht uninteressante Arbeiten sind, aber Arbeiten, die zwei große Probleme haben. Einerseits, das eine große Problem ist die extreme Abhängigkeit von Methoden und von Sprachregionen, die untersucht werden. Das zweite Problem, die große Unzuverlässigkeit. Das heißt, viele der Befunde, die man gesehen hat, haben sich in Meta-Analysen, wo man also viele Studien zusammenträgt, als nicht konsistent erwiesen, sondern mit großer Variation. Was man aber weiß aus der Verhaltensgenetik, also aus der genetischen Forschung, die nicht direkt die Gene untersucht, sondern die einfach Schätzung macht, wie viel Prozent der Verhaltensunterschiede in einem Bereich durch genetische Unterschiede zwischen Personen erklärbar sind. Diese zeigen, dass die genetische Varianz für Schulleistungen im Lesen, Schreiben, Rechnen in den Altersgruppen zwischen 7 und 10 Jahren, also genau dem Grundschulalter in Deutschland, eine genetische Varianz von 55% hat und damit sogar mehr genetische Varianz für die Lernstörung identifiziert als in diesem Alter die üblichen Schätzungen für die genetische Varianz von Intelligenz, was ja immer in der großen Diskussion war. Wir können also festhalten, es gibt zweifelsohne biogenetische Risiken, auch wenn wir sie noch nicht im Detail lokalisieren können. Da darf allerdings nicht übersehen werden, dass in den gleichen genetischen Varianzstudien sich gezeigt hat, dass die Frage, wie weit geteilte und nicht geteilte Umweltbedingungen, also geteilte Umweltbedingungen sind immer die Umweltbedingungen, die für alle Kinder einer Gruppe gleich sind. Man würde also sagen, der schulische Unterricht ist zwar wirklich nicht für alle Kinder gleich, aber in solchen großen Studien gilt er erstmal als geteilte Umwelt, weil alle bei uns in Deutschland mit der gesetzlichen Schulpflicht in die Schule gehen. Es gibt Länder ohne gesetzliche Schulpflicht, wo man das unterscheiden muss, ob das Kind eine Schule besucht oder nicht. Aber es gibt auch die sogenannte individuelle Umweltvarianz, die auf die Besonderheiten der Umwelt von Einzelkindern abzielt. Und tatsächlich unterscheiden sich die Lernstörungen darin, ob es eher die geteilten Umweltvarianzen sind, die ebenfalls substanzielle Beiträge leisten, oder die nicht geteilten. Und solche Untersuchungen bringen uns nicht so weit, weil wir keine deutschen Daten dazu haben. Und ich werde an anderer Stelle noch mal darauf hinweisen, dass gerade für die Schriftsprache es Besonderheiten gibt, ob eine so transparente Sprache wie das Deutsche zu erlernen ist oder eine weniger transparente wie das Englische. Aber es gibt Arbeiten, die soziale Risiken in familiären Anregungen untersucht haben. Vor allen Dingen Niklas und Schneider haben das getan und konnten zeigen, dass man mit den Daten fehlender familiärer Anregungen im Umgang mit schriftsprachlichem Material oder im Umgang mit Mengen und Zahlen relativ gute Vorhersagen machen kann, wie gut die Leistungen in der Schriftsprache im ersten Falle und in der Mathematik im zweiten Falle in der Grundschule ausfallen. Es gibt aber auch didaktische Risiken. Das ist belegbar. Und ich will Ihnen nur ein Beispiel geben. Es gibt ja gerade aktuell wieder mal eine Debatte um die Nachteile der sogenannten Reichenmethode, also der Methode Lesen durch Schreiben.
bei der nicht die korrekte Orthographie am Anfang, sondern die phonologische Verschriftlichung am Anfang des Schriftspracherwerbs steht. Und etwa Baden-Württemberg hat vor 3 Jahren seinen Grundschullehrkräften die Verwendung dieser Methode in der Grundschule untersagt. In Thüringen gibt es im Moment eine Debatte im Landtag, ob man Ähnliches machen soll. Diese Debatten sind so ein bisschen rückwärtsgewandt, weil es eigentlich schon seit ein paar Jahren in der Deutschdidaktik viele Hinweise gibt, nicht zuletzt seit den Untersuchungen von Peter May in Hamburg schon vor 20 Jahren, dass gerade Kinder mit besonderen Risiken kognitiver Art für den Erwerb von Schriftsprache von dieser Methode gerade nicht profitieren und damit die Quote der Kinder mit diesen Rechtschreibschwierigkeiten in der Regel bei einer Reinverwendung dieser Methode größer wird. Aber wir sind nicht mehr in Zeiten eines Methodenstreits der Didaktik. Das haben wir in der Schriftsprache ja traditionell immer wieder in Deutschland gehabt, sondern wir sind in einer Zeit, wo klar ist, dass eine erfolgreiche Schriftsprachdidaktik der Grundschule voraussetzt, dass die Fachkraft mehrere Methoden kennt, weil es nicht die eine Methode gibt, mit der alle Kinder erfolgreich zur Schriftsprache kommen. Und deswegen sind Methodenstreite heute so ein bisschen antiquiert, weil sie nicht ganz den Diskussionsstand widerspiegeln. Womit haben wir uns aber im IDEA-Zentrum beschäftigt? Wir haben uns beschäftigt, was ist denn jetzt unabhängig davon, ob es biogenetisch oder sozial oder didaktisch determiniert ist, wie ist es denn mit der Frage, ob es bestimmte eingeschränkte kognitive Funktionen gibt, die Kinder mehr oder weniger dazu prädestinieren, solche Lernstörungen auszubilden. Und für die Schriftsprache gibt es dazu schon eine lange Tradition, vor allen Dingen mit Längsschnittstudien, die sich sogar mit Vorläufern vorschulischer Art intensiv beschäftigt haben. Und das gilt ziemlich sogar auch kultur- und sprachübergreifend, dass frühe Entwicklungsdefizite in der sogenannten phonologischen Bewusstheit, also höre ich als Fünfjähriger, dass das Wort Lampe nicht mit A anfängt, sondern dass es da noch einen Klang davor gibt, dem Entwicklungsdefiziten im phonetischen Rekodieren im Arbeitsgedächtnis, also die Frage, wie gut und präzise können Klanginformationen gespeichert werden im Arbeitsgedächtnis, und dem Abruf von klanglichen Repräsentationen von Begriffen aus dem Langzeitgedächtnis. Kinder mit Defiziten in diesem Spektrum haben ein erhöhtes Risiko, dass sie schriftsprachliche Probleme entwickeln. Unser langjährigen Mitarbeitenden in den IDEA-Forschung in diesem Feld ist Janine Brandenburg, und in eine der von ihr hauptsächlich verantwortlichen Arbeiten konnten wir zeigen, dass wir sogar im Deutschen dort Unterscheidungsprofile finden für Kinder, die ein höheres Risiko haben, die Lesestörung zu entwickeln, und anderen Kindern mit etwas anderer gelagerten Entwicklungsdefiziten in diesen Bereichen dann eher ein Risiko für das Entstehen von Rechtschreibproblemen haben. Im Bereich des Rechnens ist die Forschung vielleicht etwa ein Vierteljahrhundert später erst richtig in Gang gekommen. Dort haben sich ebenfalls frühe Entwicklungsdefizite in basisnumerischen Fertigkeiten beziehungsweise im basalen Verständnis von Anzahlen und Zahlen als gute Hinweise auf das Entstehen von möglicher oder das Vorliegen von erhöhten Risiken für das Entstehen von Rechenstörungen ergeben. Geht man in die Schule rein und nimmt auch noch das Ende der ersten Klasse hinzu, dann kann das basale arithmetische Faktenwissen, also wie gut weiß jemand, ohne zu rechnen, dass 2 und 2 4 ist, sich als guter Indikator für spätere Lernstörungen herausstellen. Die Arbeit, die ich hier als Beispiel zitiere, stammt ebenfalls aus dem IDEA-Projekt Rabe von unseren Oldenburger Partnern. Und schließlich, und das war der Schwerpunkt unserer eigenen Studien im IDEA-Zentrum,
haben wir die Frage aufgeworfen, ob nicht Funktionsbeeinträchtigungen im Arbeitsgedächtnis besonders gut geeignet sind, solche Risiken zu identifizieren und möglicherweise schon vor dem ersten Schultag durch eine entsprechende Diagnostik das erhöhte Risiko von Kindern nicht nur für das Entwickeln von Lernstörungen allgemein, sondern spezifisch für die Lesestörung, die Rechtschreibstörung oder die Rechenstörung Vorhersagen machen zu können. Und dazu diente unser eben erwähntes IDEA-Projekt Rabe. Da habe ich Ihnen jetzt nur mal, damit Sie einen Eindruck gewinnen, grob den Versuchsplan dieser Studie vorgelegt. Wir haben bei der großen Prävalenzstudie, die ich vorhin zitiert habe, haben wir Kinder identifiziert, die die Kriterien der Lese- und Rechtschreibstörung, der isolierten Lesestörung, der isolierten Rechtschreibstörung, der isolierten Rechenstörung oder der kombinierten Störung schulischer Fertigkeiten erfüllen, und zwar nach WHO. Das ist die oberste Anordnung. Die mittlere zeigt, welche erfüllen das, aber eher nach dem amerikanischen Klassifikationssystem, also ohne die kritische Diskrepanz von 12 T-Wertpunkten zur Intelligenz zu erreichen. Und wir haben dann 100 Kontrollgruppenkinder untersucht zur Rabe-Studie. Die haben sich zur Teilnahme an einer Längsschnittstudie bereit erklärt. Wir waren in der Lage, die von Anfang Klasse 3 bis Ende Klasse 5, also einschließlich des Übergangs in die Sekundarstufe, zu begleiten. Und wir haben mit diesen Kindern, versucht, eine differenzierte Funktionsdiagnostik des Arbeitsgedächtnisses durchzuführen mit diesem Verfahren hier. Und dieses Verfahren sieht so aus. Ich fange mal an, dieses Ergebnisbild aus einer Individualtestung damit von unten anzulesen. Es fängt an, dass insgesamt in dem Test zwei Verfahren sind, mit denen wir die visuell-räumliche Speicher- und Funktionstüchtigkeit des Arbeitsgedächtnisses prüfen. Dann gibt es vier Tests, mit denen die klanglich-phonologische Speicher- und Verarbeitungsfähigkeit des Systems gemessen wird. Und dann gibt es insgesamt sechs Verfahren, mit denen sogenannte Zentralexekutive, also übergeordnete Steuerelemente dieses Systems und Gesamtkapazitäten des Systems geschätzt werden. Und dann, und das interessiert uns jetzt für den weiteren Vortrag, kann man das zusammenfassen und kann aus den jeweiligen Einzeltests Schätzungen für drei Bereiche des Arbeitsgedächtnisses machen, nämlich für die Funktionstüchtigkeit des visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnisses, genannt Notizblock. Und Sie sehen, das Kind, dessen Beispiel ich hier aufgeworfen habe, hatte dort tatsächlich unterdurchschnittlich auffällige Werte. Nicht dagegen im Bereich des phonologischen, also des sprachlich-klanglichen Arbeitsgedächtnisses oder der zentralen Exekutive. Solche Tests haben wir mit all diesen Kindern durchgeführt und haben dann im Vergleich der Gruppen, die eine Lesestörung haben, hier sind jetzt immer die zusammengeworfen, weil sich die Ergebnisse nicht wirklich unterscheiden, zusammengeworfen diejenigen, die die Weltgesundheitsdiskrepanz zur Intelligenz erfüllen oder nicht erfüllen. Und überall, wo die Ergebnisse dieses Vergleichs bunt sind und nicht grau markiert sind, haben sich signifikante Unterschiede zwischen Kindern mit der Lesestörung, und zwar nur der Lesestörung, und der Kontrollgruppe ergeben. Und Sie sehen, bei der Lesestörung sind es vor allen Dingen zentral exekutive Defizite, die die Kinder aufweisen. Bei der phonologischen Schleife ist ein Subtest signifikant geworden, allerdings andere Schätzungen, da haben wir übrigens noch eine weitere Schätzung, wie sie in England verwendet wird, hinzugenommen, die nicht aus der Arbeitsgedächtnistestbatterie direkt stammte. Für die Rechtschreibstörung ist das Bild anders. Hier sind es durchgängig, und zwar in jedem Bereich des phonologischen Arbeitsgedächtnisses, wo die Probleme auftreten.
keine aber im visuell-räumlichen Verarbeitungsbereich, keine in der zentralen Exekutive. Und schließlich in der Kombination der beiden, also wenn Lesen und Rechtschreiben gestört ist, dann haben wir auch die Kombination der Störungen im Arbeitsgedächtnis, nämlich Zentralexekutive und phonologische Verarbeitungsfunktionen des Arbeitsgedächtnisses sind auffällig defizitär. Und schließlich bei der Rechenstörung haben wir ein Bild, bei dem überhaupt keine klanglich-sprachlichen Verarbeitungsdefizite zu finden sind, wohl aber Auffälligkeiten im visuell-räumlichen und ähnlich wie beim Lesen im Bereich der zentral-exekutiven Funktionstüchtigkeit des Arbeitsgedächtnisses. Das bringt mich zur dritten Frage des Vortrags, nämlich zur Frage, lassen sich Lernstörungen vermeiden? Und nun ist es ganz gut, sich vor Augen zu halten, wie man eigentlich versucht hat, in den letzten 4 Jahrzehnten mit dieser Frage umzugehen. Und da dominiert eindeutig die Strategie des frühen Vogels. Sie kennen diesen Spruch, der frühe Vogel fängt den Wurm. Und die Idee dieser Strategie war, wir identifizieren die Entwicklungsauffälligkeiten, die wir sehr früh, also schon vor der formalen Beschulung finden, die relevant sind, die also sogenannte Prädiktoren für die späteren Probleme, die beim Lernen auftreten, geben. Und das ist der erste Schritt der Strategie. Also ich identifiziere frühe Entwicklungsmerkmale. Ich habe Ihnen die eben ja schon mal beschrieben. Das war die phonologische Bewusstheit, die Funktionstüchtigkeit des phonologischen Arbeitsgedächtnisses und das Rekodieren von klanglichen Repräsentationen im Langzeitgedächtnis. Die identifizieren wir jetzt und dann gucken wir im zweiten Schritt, lassen die sich trainieren, diese Prädiktoren. Das hat man in den 1990er Jahren gemacht und hat dann festgestellt, bei der Schriftsprache, die phonologische Bewusstheit lässt sich am besten trainieren von diesen dreien. Und daraufhin hat man dann den dritten Schritt der Strategie umgesetzt und hat gesagt, die trainierbaren Merkmale werden zum Inhalt indizierter Prävention. Indizierte Prävention meint, Kinder, bei denen wir feststellen durch eine frühe Entwicklungsstanddiagnostik, dass sie dort in den Vorläuferfertigkeiten der Schriftsprache erhebliche Entwicklungsrückstände haben. Mit denen machen wir jetzt gezielte Trainings, im Falle der Schriftsprache jetzt, der phonologischen Bewusstheit. Und dann prüfen wir natürlich, ob wir unser Ziel erreichen, nämlich letztendlich die Quote des Auftretens von schriftsprachlichen Lernstörungen zu reduzieren. In der Mathematik hat man das etwas später angefangen, aber auch vor etwa 20 Jahren mit begonnen und hat da genau auf die Zahl- und Anzahlkonzepte und ähnliche basisnumerische Kompetenzen abgezielt und hat da Elemente identifiziert, die sich trainieren lassen. Und das Ergebnis dieser Forschung, die ich aus Zeitgründen hier nur sehr kursorisch darstelle, ist, dass wir mittlerweile auch im deutschen Sprachraum wirksame Prävention im Bereich der Schriftsprache haben. Das heißt also, wenn wir nach Möglichkeiten suchen, schon im Kindergartenalter Kinder mit einem erhöhten Risiko für das Auftreten von Lernstörungen, einer gezielten, also das heißt indizierten Prävention zuzuführen. Meistens erfolgt das durch Zusatzangebote der entsprechenden Einrichtungen. Dann können wir tatsächlich in substanzieller Weise das spätere Auftreten von Lernstörungen reduzieren. Und hier ist jetzt der einzige Beispielbereich, bei dem ich keine wirklichen Alternativen Ihnen vorstelle. Weil es gibt zwar zwei Programme, aber die sind eigentlich identisch, nämlich das Hören, Lauschen, Lernen und das Hören, Lauschen, Lernen 2. Das sind Übersetzungen von in Skandinavien entwickelten Programmen und angepasst auf den deutschen Sprachraum.
bei denen phonologische Bewusstheit gezielt spielerisch in Stuhlkreisen, die man über wenigstens 3 Monate täglich 10 Minuten mit Kindern mit entsprechenden Auffälligkeiten durchführen sollte. Und wenn man das durchführt, dann zeigen internationale Meta-Analysen von vor etwa 15 Jahren, dass man das Auftreten von Schriftsprachschwierigkeiten in der Grundschule fast halbieren kann. Fast halbieren. Das sind Effekte, davon träumt man in den meisten Bereichen der Pädagogik und Psychologie. Hören, Lauschen, Lernen 2 hat sich dann erweitert, vor allen Dingen durch Arbeiten, die in Finnland durchgeführt worden sind, wo man dann feststellte, auch die Buchstabenkenntnis lässt sich gut trainieren und reduziert nochmals das Risiko. Es geht nicht darum, alle Buchstaben zu kennen, sondern überhaupt das Konzept Buchstabe schon zu kennen. Meistens können das Kinder ja auch, wenn sie zur Schule kommen, kennen sie die Buchstaben ihres eigenen Namens. Und das kann man systematisch mit in das Training einbauen, vergrößert nochmal die Wirksamkeit des Trainings. Ich gehe da jetzt im Detail nicht drauf ein. Das sind Beispiele, die man nutzen könnte und die immerhin in einigen Regionen Bayerns und im Saarland auch von den entsprechenden Ministerien als verpflichtende Vorgaben gemacht werden. In den meisten Bundesländern traut sich der elementarpädagogische Bereich da nicht wirklich ran, weil man zurückschreckt vor standardisierten Interventionen. Im Bereich des Rechnens haben wir auch solche Musterbeispiele. Das erste, das ich nennen will, ist das Verfahren Mengen, Zählen, Zahlen, das man beim Cornelsen Verlag bis vor kurzem erwerben könnte. Ich weiß nicht, wie man es im Moment erwerben kann. Ich erwähne es nicht nur dadurch, weil es die Entwicklungsarbeit von Christine Krajewski ist, die eine unserer ersten IDEA-Junior-Professorin war. Ich muss dazu sagen, sie hatte da dieses Programm schon entwickelt, als sie ans IDEA-Zentrum kam. Aber es hat sich dann auch in nachfolgenden Evaluationen immer wieder gezeigt, dass man damit wirklich massive positive Effekte erzeugen kann. Es gibt mittlerweile auch eine Alternative von Gerlach, Fritz und Leutner, das Marco-T-Projekt oder das Marco-T-Training, das den Vorteil hat gegenüber Mengen, Zählen, Zahlen, wenn man erst in der Schule die Prävention machen kann und nicht schon vorschulisch, dann kann man das einsetzen, weil das auch so ein bisschen enger schon an die schulischen Verfahren von Übungen sich anlehnt. Ich komme damit zur vierten Frage, nämlich zur Frage, lassen sich jetzt aufgetretene Lernstörungen überwinden? Sachstand ist, wir haben in Deutschland kein systematisches Präventionssystem. Insofern können wir nur schwer beurteilen, was wir erreichen könnten, wenn zum Beispiel Hören, Lauschen, Lernen und das Mengen, Zählen, Zahlen systematisch für Kinder mit entsprechenden Entwicklungsauffälligkeiten im letzten Kindergartenjahr in Deutschland angeboten werden würde. Ich spreche im Konjunktiv. Aber wir haben eine Situation, und das haben ja die Fallzahlen gezeigt, dass viele Kinder in Deutschland, nicht nur in Deutschland, sieht übrigens in den anderen deutschsprachigen Ländern ziemlich genauso aus wie bei uns in Deutschland, wenn sie trotzdem in den Brunnen fallen, wenn sie also das Erscheinungsbild der Lernstörung ausbilden. Und hier muss man sagen, dass Ideen, die mit denen ich in meinem eigenen Studium Anfang der 80er Jahre noch konfrontiert wurde, sich mittlerweile als völlig gescheitert erwiesen haben. Nämlich Ideen, dass man durch Trainings von bereichsübergreifenden kognitiven Funktionen wie der visuellen Wahrnehmung oder auditiver Wahrnehmung, das waren spätere Ansätze, oder sogar der Psychomotorik, dass diese alle mal gescheitert sind. Was heißt gescheitert? Das sind, also ich will mal ein sehr verbreitetes, bekanntes Beispiel in Deutschland nennen, weil man in Deutschland da jahrzehntelang drauf gesetzt hat.
Das waren die visuellen Wahrnehmungstrainings nach Marianne Frostig. Und die sind tatsächlich in der Lage, visuelle Wahrnehmungsleistung zu verbessern. Aber der erhoffte Transfer auf ein Reduzieren, auf ein substanzielles Reduzieren des Risikos, eine Schriftsprachproblematik zu entwickeln, hat sich nicht bewährt. In der Mathematik hat man es gar nicht erst versucht. Da ist man noch nicht so weit in der Forschung, dass man allgemeine kognitive Funktionstrainings gemacht hat. Insofern hat die Mathematik in den letzten Jahren mächtig aufgeholt, weil sie von einigen Sackgassen der Legasthenie-Forschung profitiert hat. Und im Übrigen gilt das auch für eine Hoffnung, die ich selbst viele Jahre hatte, nämlich, dass man möglicherweise durch spezielle Trainings der Funktionstüchtigkeit des Arbeitsgedächtnisses doch einen Weg findet, durch ein allgemeines, bereichsübergreifendes kognitives Funktionstraining dies zu reduzieren. Nun, Sie haben vorhin festgestellt, der wichtigste Teil für die Schriftsprache, das phonologische Arbeitsgedächtnis, wäre so ein Kandidat, mit dem man jetzt zumindest die ganzen schriftsprachlichen Probleme in den Griff kriegen könnte. Und dem hat sich unsere zweite Partnergruppe aus unserem Rabe-Projekt, die Gruppe um Claudia Mehler an der Universität Hildesheim, intensiv in den letzten Jahren gewidmet und haben mit großer Akribie und mit großer Kreativität Arbeitsgedächtnistrainings für Kinder gemacht, die allerdings keine Transfereffekte auf nicht trainierte Aufgaben hatte. Das heißt, die Funktionstüchtigkeit des Arbeitsgedächtnisses ist nicht wirklich damit trainierbar, sondern es sind spezielle Übungseffekte für spezielle Aufgaben erziehbar, wenn man sie häufig und immer wieder durchspielt. Und damit fällt auch flach die Hoffnung, dass man die Grundfunktion dieses Arbeitsgedächtnisteilsystems verbessern kann, und damit das Problem in den Griff kriegen kann. Ich will nicht verhehlen, dass die Einschätzung zur Trainierbarkeit des visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnisses und auch von zentralexekutiven Funktionen etwas positiver sich darstellen. Allerdings gibt es noch keine Belege, dass von diesen positiven Trainings sich Transfereffekte auf das Reduzieren des Auftretens von Lesestörungen oder Rechenstörungen ergeben. Was ist also wirksam? Wirksam ist das Training grundlegender Fertigkeiten und Prozesse des Lesens, Schreibens und Rechnens. Das ist die Botschaft, die seit 7, 8 Jahren alle seit der erschienenen Meta-Analysen gemeinsam zum Ergebnis haben. Und ich unterteile das Ihnen jetzt mal für unsere drei Bereiche. Also wir haben ja gelernt, Lesestörungen und Rechtschreibstörungen muss man ein wenig trennen. Allerdings nur ein wenig, weil im Einstieg in die Problematik sind sie ganz eng beieinander und Sie werden auch gleich sehen, die gleichen Trainings sind da angemessen. Bei Lesestörungen sind besonders wirksam, ist übrigens hier keine Rechtschreibstörung, dass das W mir groß geraten ist. Ich sehe es jetzt gerade erst. Also das Wort wirksam ist klein zu schreiben. Förderung der Phonem-Graphem und der Graphem-Phonem-Korrespondenz sowie der Analyse und Synthese von Wortteilen. Man nennt das in der internationalen Literatur die sogenannten Phonics-Trainings. Und die haben sich durchgängig, übrigens nicht nur bei der von mir hier zitierten Meta-Analyse mit Schwerpunkt auf den deutschsprachigen Zeitraum, sondern es gibt auch von MacArthur und Kollegen mittlerweile ein Cochrane Systematic Review, das die gleichen Ergebnisse bringt. Es sind immer wieder die Förderung nicht nur der Phonem-Grapheme, sondern immer beides, vom Klang zum Buchstaben und vom Buchstaben zum Klang. Solche Übungen und die der Analyse und Synthese von Wortteilen sind besonders wirksam und Galuschka und Kollegen haben festgestellt, dass damals vor 7 Jahren, dass es in Deutschland drei Verfahren gibt, die das erreichen, die genau nach diesen Prinzipien arbeiten und auch wirksamkeitsevaluiert sich bewährt haben.
Das ist das Flüssig-Lesen-Lernen von Tucker. Das ist der Kieler Leseaufbau von Dummer Smoch. Und es ist schließlich das allerdings nicht ohne spezielle Schulung, relativ ausführliche Schulung, umsetzbare Programm lautgetreue Leserechtschreibförderung nach Reuter-Lier. Bei Rechtschreibstörungen sind es ebenfalls die Phonics-Trainings, gerade in den frühen Phasen. Aber es kommen hinzu Übungen, die orthografische Inhalte und morphologisches Wissen thematisieren. Und das sind Bereiche, die bisher zwar schon in etlichen Programmen verfügbar sind in Deutschland, aber bei nur wenigen dieser Programme gibt es bisher überzeugende Wirksamkeitsevaluation, häufig deswegen, weil man sich mehr um die Entwicklung gekümmert hat, als die Frage, ob unabhängige Gruppen in der Lage sind, noch Evaluationsstudien draufzusetzen. Und das Programm, das bisher in Deutschland vor allen Dingen von der Arbeitsgruppe von Frau Moll und Herrn Schulte-Körne im Moment auch noch weiterentwickelt wird, ist das Meister-Codina-Magi-Programm, bei dem eben Phonics-Trainings, orthografische Inhalte und morphologisches Wissen kombiniert werden. Wenn man in den Bereich geht, im Schulanfang, erste, zweite Klasse, wo Lesen und Schreiben noch recht eng beieinander sind, dann hat sich auch hervorragend bewährt in Evaluation das von der Kaiserslauterner Gruppe um Maria Klatte herum entwickelte Programm Lautarium. Wie sieht es bei Rechenstörungen aus? Da sind es das Training der Grundprozesse der Zahlverarbeitung und arithmetischen Faktenwissens, die am erfolgversprechendsten sind. Und auch hier ist ein interessanter Befund mitzuteilen, der vor allen Dingen in jüngster Zeit nochmal durch umfangreichere Studien erhärtet wurde. Wir haben ja in der Mathematikdidaktik seit einigen Jahrzehnten den allgemeinen Trend konstruktivistischer Ansätze. Und die will ich auch gar nicht kritisieren. Die sind gut und richtig und wichtig für die allgemeine Didaktik, die in Grundschulklassen verwendet wird. Allerdings sind bei Auftreten von Rechenstörungen konstruktivistische Ansätze nicht wirksam. Das heißt, wir erreichen damit nicht das Ziel, weil konstruktivistische Ansätze basieren darauf, dass sie vor allen Dingen Verstehen erzeugen. Und das, was überhaupt nur eine Chance gibt, die Rechenstörung zu überwinden, ist die direkte unterstützende Instruktion, bei der viele, viele Wiederholungen zur Automatisierung von basalen, einfachen Elementen und Faktenwissen führen. Und wir haben zwei Beispiele im deutschen Sprachraum. Das eine ist aus der Schweiz, Calcularis 2.0, ein Programm, das computerbasiert läuft und weitere Vorteile hat, auf die ich gleich zu sprechen komme. Und wiederum aus der Meister-Codi-Palette, das Meister-Codi-Talasia. Beide Programme verfolgen genau das systematische Training von Grundprozessen der Zahlverarbeitung und des Aufbaus arithmetischen Faktenwissens, wobei ich dazu sagen muss, ich kann mir die gar nicht mehr anders vorstellen, als wie diese beiden Programme das machen, nämlich digital. Und warum? Weil diese beiden Programme eben nicht nur diese Übung machen, sondern diese beiden Programme erlauben auch aufgrund des Ausfüllens und des Durchführens und des Bewältigens der Übung Rückschlüsse zu ziehen auf das, was das Kind als Fortschritt erreicht hat oder nicht, und richtet die Schwierigkeitsgrade der Übung danach aus. Ist also adaptiv.
Ich komme zur Zusammenfassung und zum Ausblick. Ich hatte versprochen, dass ich versuche, die gestellte Frage, Lernstörung ein unvermeidbares Schicksal, jetzt zu beantworten. Die erste Teilfrage ist, sind Lernstörungen ein Schicksal? Und die Antwort darauf, die ich geben möchte, ist ja, sie sind das. Warum? Weil wir haben ein erhebliches biologisch prädeterminiertes Risiko. Wir können schon vorschulisch Kinder mit massiven Funktionsbeeinträchtigungen im Arbeitsgedächtnis identifizieren, die mit deutlich erhöhter Wahrscheinlichkeit Probleme dieser Art kriegen, wenn sie in der Schule lesen, schreiben, rechnen lernen. Allerdings die Frage, ob es ein unvermeidbares Schicksal ist, die möchte ich mit Nein beantworten. Und ich möchte Ihnen natürlich nicht vorenthalten, wie es denn vermeidbar wäre, dass man Lernstörungen zumindest in der massiven Häufigkeit, wie wir sie vorfinden, zukünftig hat. Und dazu möchte ich Ihnen vorschlagen, eine mehrstufige Sequenz, die bezogen auf Hessen beispielsweise mehr einbinden muss als ein Kultusministerium, weil diese Sequenz beginnt schon deutlich vor der Einschulung. Der erste Schritt wäre, wir bräuchten eine Entwicklungsstanddiagnostik früh. Wir haben in Hessen zum Beispiel die Möglichkeit, dass Kinder 18 Monate etwa vor ihrer Einschulung bereits vorstellig werden zu einem ersten Kontaktaufnahme mit der Schule, auf der sie dann eingeschult werden sollen. Warum nicht diesen Zeitpunkt nutzen zu einer systematischen Entwicklungsstandsdiagnostik in den frühen Prädiktoren von Schriftsprachproblemen und Mathematik? Wenn man das tut, dann hat man einen Indikator für indizierte Prävention. Wir kennen das in Hessen, dass wir Vorlaufkurse haben, dass also Kinder mit Sprachauffälligkeiten, wenn sie nicht Deutsch als Muttersprache haben, durch Besuche von Grundschullehrkräften regelmäßig Sprachtrainings erhalten. Warum nicht dieses System erweitern und Programme, wie ich sie hier vorgestellt habe, als indizierte Prävention in die Kindergärten bringen, in das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung? In der Schule ist es wichtig, dann diagnostisch weiterzumachen. Nicht alle Kinder, die an der indizierten Prävention teilnehmen, haben die Probleme hinterher nicht mehr. Und das kann viele Gründe haben. Das kann den Grund haben, dass sie nur teilweise daran teilgenommen haben. Es kann an der nicht sachgerechten, systematischen Umsetzung der Prävention gelegen haben. Es kann aber auch sein, und das gibt es auch, dass ein Teil der Kinder die Schriftsprachprobleme kriegen, obwohl sie erfolgreich phonologische Bewusstheit trainiert haben, weil die Individualgründe hier vielleicht eher bei zentral exekutiven Funktionen liegen. Und deswegen ist eine Differential- und Lernverlaufsdiagnostik in der Grundschule in diesem Bereich indiziert. Und dann kann man entsprechende Förderprogramme als zusätzliche Angebote in Förderstunden oder Förderbändern in Ganztagsschulen ansetzen. Sie haben vorhin gemerkt, ich habe besonders darauf hingewiesen, da geht es nicht darum, mit der gleichen Didaktik wie im Unterricht die gleichen Inhalte einfach nochmal zu wiederholen, sondern es geht bei vielen dieser Kinder darum, einfach nochmal mit anderen direkt instruktiven Ansätzen an der Problematik zu arbeiten. Und man darf dann nicht vergessen, zu überprüfen, ob die Wirkungen auch eintreten, die man sich davon erhofft, und gegebenenfalls dann zu korrigieren, was man korrigieren kann, indem man alternative Möglichkeiten der Förderprogramme nutzt. Damit komme ich zum Ausblick. Und mein Ausblick ist, ich möchte einen Goldstandard vorschlagen. Ich weiß, das ist überheblich, dass man als Mitglied des IDEA-Zentrums nach 12 Jahren IDEA nun glaubt, einen Goldstandard gefunden zu haben. Aber ich möchte das mal so nennen, weil wir gerade in der medizinischen Forschung gerne von Goldstandards sprechen. Und der Goldstandard für zukünftige Interventionsmaßnahmen, der mir vorschwebt, ist, dass jede Intervention diagnosebasiert ist und damit
damit eben nicht einfach nur von dem Produkt ausgeht, da zeigt ein Kind schwache Leistungen, sondern geklärt hat, warum denn die Leistungen schwach sind. Zweitens, dass die Intervention sollte adaptiv und damit individualisiert sein. Und drittens, sie sollte digital sein, weil nur in digitalen Formaten ist es möglich, tatsächlich die Zeit mit dem Kind vor allen Dingen für das Üben und damit das Fördern zu nutzen, weil die Digitalität, die erlaubt, und das zeigen die Beispiele Calcularis und Meister Cody Talasia im Mathematikbereich, weil die Systeme selbst die Diagnose beiläufig mitmachen und zurückmelden und damit Hinweise geben, an welchen Stellen Übungen jetzt notwendig sind und welchen nicht, und diese Hinweise gleich umsetzt. Also das heißt, die Lehrkraft oder der Lerntherapeut ist entlastet, kann sich völlig auf das Kind und seine Individualität konzentrieren. Das würde ich gerne zum Goldstandard zukünftige Interventionsmaßnahmen bei Lernstörungen machen. Und wir verfolgen auch im IDEA-Zentrum in Kooperation mit der Arbeitsgruppe von Professor Gerd Schulte-Körner an der LMU München eine Vision, nämlich den professionellen Umgang mit Lernstörungen durch eine Online-Plattform zu erhöhen. Und ich freue mich für diejenigen, die sich dafür interessieren, nach einer ausführlichen Diskussion dieses Vortrags diese Plattform in ihren jetzigen Bausteinen vorstellen zu dürfen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.